Hallo Sportsfreunde und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play FIFA 12. Diesmal geht's in Köln gegen die Klubberer aus Nürnberg. Ja, und da müssen wir jetzt endlich mal was reißen zu Hause. Also nicht wieder so einem Rückstand hinterherlaufen und am Ende noch einen Punkt rausholen. Davon rede ich nicht. Also mir geht es hier nicht um Punktgewinn. Wir müssen heute eigentlich einen Dreier nachlegen. Vor allen Dingen haben wir uns jetzt so schön, obwohl wir uns erst selbst so schlecht geredet haben, oben festgesetzt, in Anführungsstrichen, auf Platz 3. Soweit das möglich ist nach diesen paar Spieltagen. Natürlich. Aber wir sollten das natürlich jetzt unterstreichen mit einem schönen Spiel. Auf jeden Fall, da wäre ich auch für, da kann ich nicht Nein zu sagen und wir legen jetzt direkt mal los. 1. FC Köln gegen den 1. FC Nürnberg im Rhein-Energie-Stadion, 10. September 2011. Anstoß 15.30 Uhr, recht früh das Spiel. Schiedsrichter ist Dietmar Schönlebe, der Mann mit dem schönen Leben. Wir kennen ihn, Profi, 6 Minuten, der Platz ist trocken. Beim FC da spielen Gronkh, Frittchen, Sereno, Jiromel, Eichner, Lanik, Peschko, Phelps, Timbo, Lukas, Podolski und Sarraza. Und Eichner, den lassen wir jetzt einfach mal drin. Ja, finde ich auch. Der ist auch eigentlich ist er auch gar nicht so schlecht. Er ist ja auch eher so eine Eiche in der Abwehr, während Jiromel der Fels in der Brandung ist. Also kann man nicht so sagen. Und beim FC Nürnberg spielen Schäfer, Chandler, Rinaldo, Pinola, Plattenhardt, Cohen, Freis, S. Freis? Hegeler, Vollner, Franz und Peckert. Wer ist denn S. Freis? Ich kenne nur Sebastian Freis und der ist meines Wissens nach immer noch im Kader beim FC. Ja, der Chancentod, wie du ihn immer so liebevoll... Oder haben wir da irgendwas verkauft im Vorfeld der Saison? Nee. Oh, das könnte natürlich sein. Vielleicht haben wir den an Nürnberg verkauft. Doch, den Chancentod Freis haben wir, glaube ich, den übergeben. Der tritt jetzt gegen seine eigentliche Mannschaft an. Ja. Also es wird auf jeden Fall eine interessante Geschichte hier mit Freis. Hier der Scoutbericht des 1. FC Nürnberg, die mit einer Aufstellung von 4-1-4-1 spielen. Ja, es ist fast ein 4-5-1, also ein sehr, sehr enges Mittelfeld. Das sollten wir schnell überbrücken immer. Oh ja. Vorne nur eine Spitze mit Peckert. Vor allem auch die Außenlinien sind sehr gut bewacht. Sehr gut bewacht, das wird verdammt schwer. Vielleicht ein bisschen durch die Mitte versuchen, obwohl auch das... Naja, müssen wir mal sehen. So, die letzten drei Ergebnisse. 2-1 gewonnen gegen die Augsburger. 0-4 gegen Dortmund. Auch? Also Dortmund scheint ja richtig da, aber... Junge. Naja, und 0-2 gegen Hannover. Ja, Verletzungen, Wollscheid und Klose. Zwei Verletzte schon zu Beginn der Saison. Ah ja. Besser verletzt als dabei. Für uns, aus unserer Sicht ja, natürlich. Ja, das schon. Das ist, Ich dachte schon, du sagst jetzt besser verletzt als tot. Aber das hast du ja jetzt gesagt. Aber du sagst aus unserer Sicht, ja. Aus unserer Sicht kann man das so sehen. So, wer schießt denn da auf Gronkh-Türchen? Auf Gronkhileins Türchen? Ui, Pfostentreffer. Wer ist das denn hier? Wen habe ich denn hier? Sascha Rita oder? Ich glaube, das. Wer ist das? Sarraza oder was? Nee, die 15. Wer auch immer die 15. Peschko mit den pechschwarzen Haaren, daran habe ich es erkannt. So, wir legen jetzt weiter los. Komm, es war genug schlechte Aufwärmphase. Nicht gerade toll für das Spiel. Aber hier, die Bundesliga. Es geht weiter. Und Lukas Podolski. Ja, der Held der letzten Tage. Egal ob echt oder virtuell. Der Held des 1. FC Köln hier. Martin Lanik. Peckert auch nochmal kurz zu sehen. 1. FC Köln gegen den 1. FC Nürnberg. Gegen die Klubberer. Und da betreten mal wieder die Gladiatoren, die Arena. Genau so ist es. In Köln übrigens, ein Heimspiel. Wie gesagt, wir müssen uns diesmal echt ins Zeug legen, weil wir definitiv auswärts irgendwie stärker sind. Ich weiß nicht wieso. Ja, also zumindest nicht offensiv. Wie gesagt, offensiv spielen wir zu Hause schon gut auf, aber irgendwie stehen wir da nicht so sicher. Und wir müssen unseren Kölner Fans hier im Rhein-Energie-Stadion jetzt halt auch echt mal was bieten. Dietmar Schönlebe, wieder mal Schiedsrichter hier. Und hier nochmal die Tabelle. Das ist ja interessant, dass die kurz mal eingeblendet wurde. Haben wir auch noch nicht erlebt. Leider nur sehr kurz. Vielleicht, um uns nochmal klar zu machen, wie wichtig dieses Spiel ist. Hier nochmal die Aufstellung. Diesmal nicht Sascha Rita dabei, sondern Eichner und Nürnberg. Mit Schäfer da hinten im Tor. Peckert, Freis. Den ehemaligen FC-Spieler, den wir an Nürnberg verkauft haben. Los geht's. Da fällt schon frühes Tor. Augsburg führt gegen Leverkusen. Aha. Schön. Guter Ballgewinn, wichtiger Ballgewinn. Ach, Kacke. Warum man den Ball jetzt geköpft hat, das habe ich auch nicht ganz nachvollziehen können. Timbo jetzt einmal. Er ist für seine solide Spielweise bekannt. Das war ein schöner Pass zu Cole Phelps.
Wunderbar. Schöner Schuss. Oh, oh, das, oh, 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 oh. Das war souverän rausgespielt da vorne. Ganz in Ruhe, nochmal die kurzen Pässe, ohne dass ein Gegenspieler hätte dazwischen kommen können. Schön. Fünfte Minute, Pfostentreffer von Lukas Podolski. Und das war echt knapp. Dieses Ding wäre beinahe reingezimmert worden von dem Mann mit dem Hammer. Ja, das oh! Unglaubliche Chance. Das ist der Wahnsinn. Sarraza. Oh. Ja, schade. Die Anspielstation kam ein bisschen zu spät angelaufen. War nicht viel zu machen. Okay, probier mal einen großen zu kriegen. Die geht weit, die geht weit. Die geht gut! Ja! Jérôme, der Fels in der Brandung und auch der Stecher im Tor. Da wollte ich mich eigentlich anders mit dem freilaufen, aber hat ja auch super so geklappt. 9. Minute, 1:0 für den 1. FC Köln. Besser kann es doch kaum laufen. Und das heißt jetzt sowohl Sereno als auch Jérôme, beide schon einmal nach 5 Spieltagen mit dem Kopf erfolgreich. Und das spricht auf jeden Fall für die Offensivstärke unserer Abwehr. Wenn wir defensiv mal lieber gut stehen sollten, aber... Oh, da habe ich den Spieler gar nicht gesehen. Was ist denn da los? Oh, und was macht Gronkh da? Das ist eine gefährliche Situation jetzt. Oh, das war gefährlich. Da wäre beinahe der Ausgleich geschehen. Da wäre es beinahe passiert. Jérôme, der Torschütze. Und der ist ja auch groß. Sereno, der auch schon Kopfballtor gemacht hat. Fridolin Schlömpel, der hat leider noch keins gemacht. Würde mich aber auch sehr wundern, denn Fridolin Schlömpel, der ist ja auch eher klein. Ist eher so ein kleiner... Wirkt durch seine Frisur natürlich deutlich größer, als er eigentlich ist. Ach, Versuch war es wert. Ja, war sehr optimistisch, aber irgendwann muss auch mal so einer reingehen. Ja, und im Mittelfeld stehen wir da gut diesmal. Ach, schade. Ganz schlechter Pass. Konnte sich Lukas Podolski nicht entscheiden, wo der Ball denn jetzt hin sollte. Ja. Fridolin Schlömpel gewinnt das Duell. Ja, es gibt halt auch immer wieder so Momente, da denke ich mir schon, bevor der Ball ankommt, das wird ein ganz wichtiger Zweikampf. Das war eben so einer. Uiuiui, das wird wieder so einer. Schön. Gut abgeblockt von der Kölner Defensive. Martin Lanik. Jetzt mit dem Konter. Oh, er rutscht da rum. Was macht er da, der Martin? Mal zu Timbo. Solides Aufbauspiel hier. Sarraza. Schöner Pass zu Beschko. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Oh, und der titscht weg. Schade. Das könnte auch so ein Mittel sein. Habe ich gerade schon gemerkt, wenn sich alles auf die Mitte konzentriert, mal über Außen nochmal zu spielen und dann nochmal gefährlich in die Mitte zu kommen. Oh, 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 oh. Nee, ja. Der ist für uns. Muss ein Abstoß sein. Das will ich mir nochmal anschauen. Ja, war ein bisschen verdändelt. Nicht unbedingt der gefährlichste Ball. Ja, war auch noch 11 Meter entfernt und bedrängt. Also da kann man dem Stürmer keinen Vorwurf machen. Zum Glück. Obwohl, vielleicht hat er die Haare von Jérôme noch berührt. Wir werden es jetzt sehen. Nee, Abschluss. Abschluss sicher. Kurz oder lang? Ich würde sagen, kurz. Ist gerade keiner vorne am Rumtoben. Naja. Außer da natürlich. Ich hätte nach links gespielt dann kurz. Dortmund führt mit 2:0 gegen die Hertha. Und Dortmund scheint hier auch eine echt gute Saison hinzulegen. Und 2-1, was rede ich? Da ist direkt der Ausgleich gefallen. Schade. Ja, da Lukas Podolski durchgekommen, hätte die ganze Situation sich zu einer schönen Torschance entwickeln können. Schön. Ach. Ah, sind wir noch einen Fuß dazwischen, leider. Ja, das war leider... Oh, hier ist jetzt aber kein Fuß mehr dazwischen. Und Peckert, der macht... Der legt sich ins Zeug, der Bursche. Gut geklärt. Zur Ecke. Schön geklärt von Sereno war das, glaube ich. Ich glaube auch. Oder Eichner. Und der ist von uns. Der ist von uns, jawohl. Da bin ich eben noch hingelaufen, komischerweise. Und was war das? Ja. Ja, es war zu schwach geschossen. Für den weiten Ball.
Gefährlich, gefährlich. Wird wieso das? Geht Gronkh da nicht noch hin? Sag mir nicht, das ist jetzt ein Eckball. Ist das Ecke? Ich verstehe aber nicht, warum der Torwart den Ball nicht hinterher geht. Dann. Warum müsste eigentlich Ecke sein? Ich hab's eigentlich jetzt auch so gesehen in der Wiederholung. Ich bin mir aber nicht sicher, wer da noch dran war. Und der Schiedsrichter hat einen Eckball gesehen. Schade. Das war natürlich nicht so rosig jetzt. Zum Glück bin ich da wieder zurückgegangen. Peschko, schöner Einsatz hier. Gutes Dribbling. Oh. Aber es ist so ein schöner Seitenwechsel jetzt hier. Ja, mein Einwurf für uns. Wenn das jetzt mal schneller gehen würde, wenn die Spieler mal nachrücken, ja. Komm schnell, zack. Oh, gut abgetitscht. Da wollte ich ihn wie tatsächlich gegen Hannover mal aus dem Spitzenwinkel reinzimmern, aber hat nicht ganz geklappt, leider. Da vielleicht so. Wow, schöner Schuss hier nochmal von Lukas Podolski. Doch Schäfer ist dran. Er hat seine Schäfchen trocken. Bringt die Schäfchen ins Trockene. Ich wusste auch, irgendein Sprichwort gibt es da mit Schäfchen. Oh, schöne Chance. Zack, komm. Oh. Nein, falsches Timing von mir. Nochmal geklärt zum Einwurf und die Ecke scheint ja nicht schlecht zu sein. Da haben wir jetzt ein paar gute Torchancen heraufbeschworen von dieser Seite, von diesem Einwurfspunkt. Binola hier zu sehen mit Sereno und da wird gewechselt. Ah, verletzungsbedingt. Rinaldo raus und Maro rein. Schöner Einwurf zu Lukas Podolski. Der traut sich was. Oh! Habe ich auch einen Stupser gesehen da noch. Ja, da wurde Sarraza ein wenig umgerannt am Sturm. Und was da los war, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Ah, das war sehr optimistisch durch drei. Aber bleibt dran. Ja, durch drei, da war die Lücke, aber war ein Tick zu spät. Jetzt die Klubberer. Nürnberg. Nee, aber die kommen nicht durch. Trotz fünf Mittelfeldspieler schaffen sie es dann nicht, Überzahl zu schaffen auf der Seite. Dadurch jetzt auf der Seitenwechsel. Freu dich nicht zu früh. Doch hier, sehr guter Einsatz. Fridolin Schlömpel jetzt am Ball. Fritzchen, der und Frau. Und ruhig, erstmal zur Halbzeit. Wir haben easy, genau. Easy going. 1-0, guter Punkt für uns. Und eine gute Ausgangsposition für die erste Hälfte. Für die zweite Hälfte eine gute Ausgangsposition und eine gute erste Hälfte gespielt. Jerome May mit dem Kopfballtor. Ja, ich wäre eigentlich auch zufrieden, wenn es der Abpfiff wäre. So hätten wir wenigstens die drei Punkte und könnten uns erstmal, im Moment können wir noch nicht hier auf schön groß Hurra-Fußball spielen. Wir müssen erstmal da oben dranbleiben. Ah, da war noch eine dicke Chance von Poldi mit dem Pfosten. Ja, hätten wir vielleicht schon das 2-0 im Kasten gehabt. Und die, eindeutig, muss ich sagen, waren wir die stärkere Mannschaft in diesem Spiel. Ja, das auf jeden Fall. Also Nürnberg, ich habe ja noch befürchtet, Mensch, diese riesen 5er Abwehrkette da, die könnte uns zu schaffen machen. Aber da sehe ich im Moment nicht viel von. Nee, vorne bleiben die ziemlich blass. Ich hoffe, das ändert sich nicht in der zweiten Hälfte. Jetzt gucken wir uns aber erstmal noch die heutigen Begegnungen an. Ja, Mainz 0-0 gegen Hoffenheim. Bayern führt 1-0 gegen Freiburg. Das war ja nun auch wirklich zu erwarten. Dortmund 2-1 gegen Hertha. Und Leverkusen 1-1 in Augsburg. Nachdem sie schon in der ersten Minute in Rückstand geraten sind. Immerhin. Immerhin. So sehe ich das auch. Weiter geht's. Jetzt Konzentration. Vielleicht wird das ja unser dritter 1-0-Sieg. So wie am Anfang das 0-2 unser Standardergebnis war, könnte es ja jetzt ein 1-0 sein. Wäre ich zufrieden mit. Naja, immerhin ist es das erste Heimspiel, wo wir nicht im Rückstand sind in der ersten Hälfte. Ja, das stimmt. Ich das in Erinnerung habe. Ja. Oh, nochmal. Schade, der ging dann ganz woanders hin. Komm zurück, die Pille. Schöner Kopfballversuch hier von Timbo, Timbo. Bisschen was versuchen müssen wir mal. Bayern 1-1 gegen Freiburg. Was ist denn mit den Bayern los? Sieht hier aber ganz anders aus als in der echten Fußball-Bundesliga. Oh, das ist gefährlich. Elfmeter. Was? Eindeutig. Wegen einem ganz normalen Tackling? Ja, du hast den umgerannt. Das war ein eindeutiger Elfmeter. Schade. Bitter. 1-1. Okay, den hast du. Unten links. Pfosten! Der ist nicht drin! Boah, Junge, was für ein Glück für uns. Unglaublich, 3-1 für Dortmund. Ah,
schade. Den hat Sarazar nicht, aber dafür gibt es eine Ecke. Umso besser. Ist das eine Ecke? Ja, das ist eine Ecke. So, positionier dich. Alles nach vorne, was wir haben. Jetzt gibt's Rambazamba im Karton. Pam, der geht ganz schön weit ins Feld hinein. Ah, kommt kein Druck hinter den Ball. Aber schade. Giromel, der da wieder... Nee, 17 ist doch nicht Giromel. Ist das Sireno gewesen? Ich bin ja, das sicher. Kann sein. Hätte den vielleicht mehr abtropfen lassen. Und dann nochmal draufzimmern. Aber ist halt auch immer eine Frage der Zeit und ist immer noch eine Frage der Aufregung. Sollen wir nochmal gerade über den Elfmeter reden? Was war da los? Unglaublich, oder? Pfostentreffer? Unglaublich. Ich habe schon die Luft angehalten, aber dann ging nochmal alles gut. Immer noch 1-0 für den ersten FC Köln. Und bei Nürnberg, der wird gewechselt. Und vielleicht... Wie stehen wir denn da hinten? Bitter, ganz bitter. Extrem offensiv. Schön. Fridolin Schlömpel. Die Nummer 33. Der genau Held des so Tages. Muss man den Ball abrennen. Optimal gemacht. Sarazar holt sich das Päckchen zurück. Pam! Ja, Schade, ich wollte es mal probieren. Ja, klar, war auch richtig. Anspiel wäre auch falsch gewesen. Ja, waren noch nicht so richtig Lücken fürs Zuspiel von Tim Podolski. Wir sind aus für Nürnberg. Uiuiui. Ganz gut ausgedribbelt hier. Schön. Frittchen, der macht ein gutes Spiel heute. Viele Zweikämpfe, die er gewinnt. Ah, ist leider keiner. Foulspiel. Ja, nochmal Glück gehabt. Freistoß für die Klubberer. Für die Klubberer? Ja, ja, nee, das für uns. Habe ich auch schon so gesehen. Das war nicht ganz regelgetreu, regelgerecht. Diese unnötigen Ballverluste. Da müssen wir halt echt noch was tun, dass wir uns die... Was ist denn hier los? Schön. Schön nochmal, Giromel, den Ball wegstibitzt da. Das war Freis, den hatte ich vorher noch ein paar tausend Euro gezahlt, damit er nochmal für sein altes Team eintritt. Ja, Chancentod, wie ich sage. Da hatte ich gerade gepasst, in dem Moment wird der Ball abgelaufen. Und das bei Fridolin Schlömpel, der eigentlich hier ein gutes Spiel gemacht hatte. Schöner Einsatz. Sireno, die Nummer 17. Sichert die Pille, macht den Fehler. Ist knapp abseits. Leider ja. Lukas Podolski nicht gerade begeistert über diese Entscheidung, denn es war ein knappes Abseits. Aber ja, aber das habe ich auch so gesehen. Gut gesehen vom Linienrichter, schlecht gesehen von mir, der da nach vorne gelaufen ist. Und der ist für uns, der Ball. Eichner. Schade nochmal. Schade. Wieder ein paar Ballverluste, die nicht hätten unbedingt sein müssen. Vor allem nicht bei diesem Ergebnis von 1-0. Was macht Nürnberg da? Die bauen sich ganz gut auf im Moment. Schön. Gefahr unterbunden. Nochmal zurück. Sicheres Aufbauspiel, keine Situation, wo wir jetzt hier irgendwie risikobelastet spielen müssten. Ach, da war ich mir nicht sicher, wie ich jetzt retten sollte. Hegeler, Nummer 13, zu Freis. Und da steht 2-2, Augsburg-Leverkusen. 78. Minute und jetzt. Boah, jetzt werden die irgendwie sehr stark hier. Ziehen an, die Nürnberger. Oh, da müssen wir ran. Oh, nee, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Da stand ich jetzt hier die ganze Zeit hinter dem und dann. So was? So eine Aktion? Nein! Das kann doch nicht wahr sein. So ein dummes Gegentor. Ach, wie ärgerlich. Da hätten wir schon 5 bis 10 Mal den Ball haben können, wenn nicht sogar müssen. Mann. Ey. Ach, wie deprimierend. Wie ich mich gerade aufrege hier. Da laufen wir wie so... Ach, Mann. Und auch noch ein völlig unverdientes Eigentor. Denn wir waren eindeutig die bessere Mannschaft. Aber das war natürlich wieder eine mega schlechte Aktion unserer Abwehr.
Wir haben den Ball einfach nicht ergattern können. Nürnberg konnte damit den Ball machen, was sie wollten. Schön. Links funktioniert das noch ab und zu. Nein, das gibt's doch nicht. Kommt da nicht durch, der Ball. Ich dachte jetzt auf den Abpraller. Wohl mehr Platz kriegen wir leider auch nicht mehr. 83. Minute. Okay, jetzt müssen wir anziehen, die Züge. Das tut Nürnberg aber auch. Und die ziehen verdammt gut die Zügel an. Das ist nicht gut hier, was sie hier machen. Für uns. Phelps. Leitet den Konter ein. Rennt weiter oben mit. Cole Phelps, da ist er. Sarazar, Kowalski. Nee, das gibt's doch nicht. Das wäre natürlich jetzt die Chance gewesen. Unglaublicher Einsatz von Schäfer hier. Wirklich Glanzparade. Sondern es fällt mir dazu nicht ein. Mann, 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 Mann. Jetzt in der Endphase nochmal. Oh, bitter, 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 bitter. Nein, nein. Kronk, der hält doch. Der ist da, der ist da. Rennt wieder ins Tor zurück. Was mit der Mitte? Wow. Oh, weg damit. Der musste weggeschossen werden. Der war zu gefährlich. 1:1 hier. Uiuiui, jetzt wird es nochmal richtig eng. Nürnberg wacht auf. Völlig verändert hier auf einmal. Ja, und wir haben uns einmal schon ausgeruht auf dem Lorbeeren. Auf dem 1:0. Und jetzt würde ich tritt sagen, etwa wieder der Heimfluch in Kraft. Jetzt wird er gedoppelt, komm. Das müssen wir ja wohl haben. Timo. Trotzdem komm, Gronk, komm. Vielleicht kriegen wir noch schnell einen Angriff. Wolf, zack, komm. Wohin war dieser Ball? Sehr optimistisch, aber pfeift er sowieso ab. 1:1. Ärgerliches 1:1. Hätte einfach nicht sein müssen. Wir hätten das Ding sowas von nach Hause fahren können und haben uns dann einfach in einem unachtsamen Moment überrumpeln lassen. So ist das nun mal im deutschen Fußball und auch im Weltfußball, aber wir waren auf jeden Fall nicht gerade bravourös heute. Bravourös, wie man so schön sagt. Naja, das einzige Positive, was wir vielleicht festhalten können, ist, wir haben noch nie zu Hause so wenig Gegentore kassiert. Oh! Ja, aber wir waren ja, noch nie so lange zu Hause, so lange in Führung. Das natürlich auch. Ist das aber positiv, heute ja. Hätte ich unseren Fans in Köln, im Rhein-Energie-Stadion natürlich mehr geboten gerne. War leider nicht drin. Hier nochmal die Highlights. Und die sahen natürlich auch, also eigentlich ging das aber Spiel der Elfmeter voll zu den Elfmeter aus. Muss man auch berücksichtigen. Ja, natürlich. Da hatten wir nochmal mehr Glück als Verstand. Obwohl dann am Ende nochmal der Schuss von Podolski, der wird vielleicht auch als Highlight jetzt gleich nochmal eingeblendet. Ja, wird, ganz sicher. Ah, das war sowas von knapp auch wieder. Das Ding von Timbo war nicht so gefährlich, war aber mal ein Versuch wert. Sirenos Kopfball. Da waren einige Chancen dabei für den 1. FC Köln, die leider nicht genutzt wurden. Und diesmal waren wir in der Defensive bis auf das eine Mal. Ja, wo wir uns wirklich da... Da. Dumm. Ganz dumm angestellt. Ja, ganz dumm angestellt. Was anderes fällt mir dazu auch. Das war natürlich auch noch eine Riesenchance. Ja, da hat Gronk nochmal traumhaft gehalten. Uiuiui, dieser die Chance von Podolski ist gar nicht drin. Diese eine der Elfmeter auch nicht. Sehr eigenartig. So, die anderen Ergebnisse. Mainz 0-1 gegen Hoffenheim. Bayern gewinnt 2-1 gegen Freiburg. Dortmund gewinnt 4-1 gegen Hertha, also die marschieren. Augsburg 2-2 gegen Leverkusen. Schade, und gegen Nürnberg. Wir besiegen Hamburg, gewinnen aber nicht gegen Nürnberg. Das muss sich auf jeden Fall ändern. Spieler des Tages. Ja, Schäfer. Der hat wieder recht. Glanzparaden hingelegt. Da wurden unsere Tore abgepflückt, die möchte gern Tore, sage ich und mal. Und es ist tatsächlich Sebastian Freis da rechts. Ja. Der hat nicht, also der hat genau so gespielt, wie er gespielt hat in Köln und warum wir ihn verkauft haben. Ja, ist der absolute Grund, das hast du ganz gut beschrieben. So, wir schauen uns nochmal die Spielinfo kurz an. Und da sehen wir, ein Sieg für den FC hätte drin sein müssen. Ja, obwohl die Nürnberger, das sieht man auch an der Statistik, gegen Ende des Spiels viel Ballbesitz hatten und schon Kontrolle reingebracht haben. Also so schlecht sind die Nürnberger nicht. Ja, aber wir haben einfach viel zu viele Chancen vergeben. Was anderes fällt mir dazu nicht ein. Und 11 Schüsse aufs Tor und einer davon nur drinnen. Nicht gerade die souveränste Leistung hier vom 1. FC Köln beim Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg. So. Wir schauen mal auf die Tabelle, ob wir noch eine Champions-League-Position haben. Ich wage nicht zu zweifeln. Ah, nee, mit einem Unentschieden leider nicht. Aber egal, wir sind noch nicht weg. Ich sehe uns eher irgendwo im Mittelfeld. Ich sehe uns auf Platz 7. Platz 7, guter Tipp. Ich sehe uns auf Platz 8. Mal einfach so reingeworfen. Ja. Oh, was sehe ich denn? Das nächste Spiel geht gegen Leverkusen. Ach, jetzt habe ich die Simulation schon angefangen. Das wollte ich natürlich gar nicht. Da vorne haben wir auch wieder Pressetermine, hat man gerade gesehen. Statistiken, Bundesliga, Liga-Tabelle. Auf Platz 9 sind wir gelandet. Ja, schade. Mit
8 Zählern jetzt, aber Wolfsburg ist halt immer noch 3 Punkte in Reichweite. Ja, Wolfsburg der Erste. Ja, es geht ja. Und da sehen wir auch, was jetzt wirklich überraschend ist. Also ich meine, Wolfsburg und Bremen und Leverkusen sind auch gute Mannschaften, aber der erste FC Kaiserslautern noch ohne Niederlage. Auch nicht schlecht, muss man wirklich sagen. Ja. Bayern München nicht ganz so in Topform. 2 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage. Dafür kann sich die Tordifferenz sehen lassen im Verhältnis. Ja, das unsere, stimmt. Unsere plus 1 geht ja auch noch. Also jetzt haben wir hier 2 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage. Eigentlich nicht die schlechteste Statistik, wenn man bedenkt, dass wir mit dem 1. FC Köln spielen. FIFA 12 doch deutlich schwerer ist und wir auch noch Profi eingestellt haben. Naja. So, dann gehen wir hier mal zurück und bereiten uns schon mal mental aufs nächste Spiel vor. Oh, und das ist ein Derby, sehe ich schon. Davor haben wir noch mal eine Pressekonferenz und die aktiviere ich jetzt mal. Was können wir jetzt machen? Vielleicht können wir ja mal wen loben. Vielleicht Lukas Podolski mal, obwohl der ist ja eh schon am Aufheizen. Vielleicht gehen wir den 1. FC Köln. Nee, vielleicht lieber... Loben den 1. FC Köln. Mal zu allen Spielern reden. Gut habt ihr das gemacht, Jungs, in den letzten Spielen. Na gut. Nur das aktuelle Spiel gegen Nürnberg, da hättet ihr das nicht aus der Hand geben dürfen. Weiß, vielleicht daher eher motivieren, vielleicht. Motivieren, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was jetzt die beste Entscheidung ist. Motivieren vielleicht. Vielleicht sollten sie sich auch nicht mit 1-1 zufrieden. Ich finde, eigentlich impliziert das Wort loben ja auch das Wort motivieren. Ne? Ja, irgendwie ist es doch fast dasselbe. Mhm. Machen wir motivieren. So, das haben wir jetzt motiviert, haben wir die Kölner. Und jetzt steht das nächste Spiel gegen Leverkusen an. Ein Derby, das Rhein-Derby. Und ja, wir sind gespannt, liebe Sportsfreunde, auf eure Tipps hier gegen die Männer aus der Bayer-Arena. Ja, die sind noch ungeschlagen. Obwohl, ich will, naja, ich will gar nicht so viel über das echte Spiel reden, wie es ausgegangen ist. Weil, nachher sind die Anforderungen sehr hoch. Jo, liebe Sportsfreunde, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bin sehr gespannt auf eure Tipps. Bis dann, bleibt am Ball.